Moin vom Sylt 1 Wetterdeck. Die neue Woche startet mild, aber zunächst unbeständig. Montagmorgen hängen noch einige Wolken am Sylter Himmel, aus denen der ein oder andere Schauer fallen kann. Im Laufe des Tages klart der Himmel aber immer mehr auf und die Sonne kann sich durchsetzen. Es wird heiter bei Tageshöchstwerten um 17 Grad. Der Wind weht mäßig mit frischen Böen aus Nordwest. Am Dienstag hält der heiß ersehnte Sommer dann endlich Einzug auf der Insel. Strahlender Sonnenschein, kein Niederschlag und Temperaturen um 18 Grad. Bis zu 15 Sonnenstunden erwarten uns, der Wind weht dabei nur mäßig aus Nordwest. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 13 Grad. Auch am Mittwoch bekommen wir Sonne satt. Das Thermometer klettert zum ersten Mal seit langem über die 20-Grad-Marke und es bleibt den ganzen Tag trocken. Für Sylt-Urlauber toll, für die Teilnehmer des Kitesurf-Cup Sylt nicht so optimal. Der Wind weht nur mäßig aus Nordost. Ein Besuch auf dem Veranstaltungsgelände am Brandenburger Strand lohnt sich aber auf jeden Fall. Der Donnerstag legt noch einmal eine Schippe drauf. 25 Grad, 16 Sonnenstunden, kein Regen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern versprechen nicht nur für die Kitesurfer einen perfekten Tag auf der Insel. In der Nacht sinken die Werte auf milde 15 Grad. Der Sylt 1 Wettertrend für Freitag und das Wochenende. Es bleibt sommerlich mit Temperaturen über 20 Grad, Niederschlag gibt es keinen.